Wir haben darüber geredet, nochmal zusammenzukommen. Sehtest, ja glaub ich's denn. Ich sehe prima. Der Schlampige sagt, ich soll bloß zusehen, dass sie meinen Führerschein erneuern. Meinst du, ich sollte Alice, die im Büro arbeitet, ausführen? Alice Holland? Denk dran, dass ihr Vater dein scheiß Boss ist. Und ihr Bruder ist ein gemeingefährlicher Junkie. Du denkst also, dass das keine gute Idee ist? Du solltest dir Gedanken... Ah! 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 Molotow, pass auf! Sehen wir mal hier nach. Thank you.
nichts gefunden. Molotow! Wir haben es gesagt, so leicht zu erledigen, Kleiner! Versuch's ruhig! Der Krach, den du gehört hast, kam vom Arkan und der Pops den Arsch aufgerissen hat. Krieg den Scheiß auf die Reihe, klar? Unsere ganze Schmuggelaktion ist gescheitert. Ich kann nicht mal ansatzweise sagen, wie viel Kohle Pops verloren hat. Wenn wir den Scheißer, der das getan hat, nicht erledigen, ist Pops Geschichte. Halt einfach die Augen offen. Wenn wir nicht unsere Arbeit machen, werden wir alle geköpft. Ich hoffe, ich gehe hier nicht zu weit, Pops, aber wir sollten nicht mit diesen scheiß Kommunisten zusammenarbeiten. Oh, deren Geld hat die gleiche Farbe wie das aller anderen. Das ändert nichts daran, dass Kuba kurz davor war, uns ein paar Atombomben in den Arsch zu rammen. Hör mal her. Ich hasse diese dreckigen Roten genauso wie jeder andere. Aber wenn ich nur mit Leuten arbeiten würde, die ich mag, wäre ich pleite und würde in der Gosse leben. Kümmert euch bloß um den Nigger und überlasst die Kubaner mir. Arbeite für mich und ich lasse dich weitermachen wie bisher. Okay, gut. Ich werde kooperieren. Freut mich wirklich, das zu hören, Papst.